Ein sächsisches Dorf mit historisch gewachsener Struktur. Hier haben Anja Klinger und Holm Sommer ihr Traumobjekt gefunden. Eine über 100 Jahre alte, riesige Scheune. Ein Neubau wäre für sie nie in Frage gekommen. Wir waren auf der Suche nach was Altem, nach was Gewachsenem. Auch was uns ganz wichtig war, dass es dörflich ist. Wir wollten, dass unsere Kinder so aufwachsen wie wir. Der Traum, in einer Scheune zu wohnen, den hat man ja schon in der Kindheit. Freunde und Verwandte waren skeptisch, aber das junge Paar ließ sich nicht beirren, kaufte die Scheune trotzdem und baute sie liebevoll um in ein wohnliches Heim für sich und die beiden Kinder. Die Ausmaße sind beachtlich: 27 Meter lang, 13 Meter breit und 300 Quadratmeter Grundfläche. Vor 5 Jahren sah das noch so aus. Wie kriegt man das in den Griff? Anja Klinger ist Architektin und hatte eine ebenso einfache wie geniale Idee: ein Haus im Haus. Es ist wirklich immer komplett von der Außenhülle abgelöster, eingebautes Holzhaus. Also die Wände sind auch statisch, die können alleine stehen. Es sind Holzständer, es gibt eine Holzdecke. An den Außenwänden sind wir auch jeweils mit einem großen Luftabstand abgerutscht und es ist wirklich eine eingebaute, wärmegedämmte Hülle, die in dieser alten Scheune steht, ohne die jeweils irgendwo zu berühren. Im Erdgeschoss ist ein großer Raum entstanden zum Wohnen, Kochen, Essen und Arbeiten. Die beiden großen Scheunentore wurden großflächig verglast, um viel Licht in die Wohnräume hineinzulassen. Im Obergeschoss liegen 2 kleinere Schlafzimmer und ein Bad. Das Haus im Haus wurde in der Mitte der Scheune platziert. Rechts und links blieb viel nutzbare Fläche für Stauraum, Hobbys oder zum Spielen. Das Haus ist flexibel und kann sich veränderten Lebenssituationen anpassen. Es gibt weitere Ausbaumöglichkeiten in alle Richtungen. Es können zusätzliche Zimmer errichtet werden. Es gibt auch die Möglichkeit später, wir werden natürlich auch irgendwann älter, das zweite Geschoss komplett wieder rückzubauen und eigentlich eine eingeschossige Wohnung zu haben, das auch durch die Geländesituation dann von allen Ebenen zugänglich ist. Dieses Haus kann viel, auch energetisch. Wir wollten schon ein energieeffizientes Haus bauen. Dafür ist eine Solaranlage im Garten installiert, also Photothermieanlage. Geheizt wird zusätzlich mit einer Wärmepumpe. Also das Haus ist energetisch eigentlich sehr gut. Die äußere Gebäudehülle blieb nahezu unverändert erhalten. Putzschäden wurden ausgebessert, vermauerte Fenster wieder in ihren alten Zustand versetzt. Das Dach wurde neu gedeckt und gedämmt. Es war uns wichtig, dass das Ortsbild erhalten bleibt, dass die Scheune Scheune bleibt in ihrer Struktur, so wie sie hier oben steht, und dass auch das Äußere der Scheune nicht verändert wird. Wir als Jury haben uns natürlich an die Ausschreibung gehalten und da hieß es, es sind intelligente Lösungen gewünscht. Wenn man heute über intelligente Lösungen spricht, dann ist es meistens Hightech, intelligente Städte, intelligente Häuser, und das ist nun wirklich intelligent, auf eine ganz einfache, verblüffend direkte Weise. Man lässt das Alte außen rum und baut ein neues, sehr bequemes Haus hinein, das ausgesprochen flexibel ist, und darüber hinaus ist das Ganze energetisch ein fantastisches Konzept. Anja Klinger und Holm Sommer haben sich ihren Traum tatsächlich erfüllt. Wir kommen nach Hause und sind so richtig angekommen. Und die Kinder fühlen sich pudelwohl, wachsen hier im Grün auf. Es ist ein bisschen ein Ruhepol entstanden in unserem Leben, ja, oder? Das kann man so sagen.